So, da machen wir die da herum einmal. Ah, nicht. Wo ist denn die? Lebensinhalt ist in einer Box, die über einem Loch quasi am Rande des Abgrunds zur Hölle hängt oder so. Ich weiß nicht, ob ich diese Woche überstehe, aber ach, was soll's. Na, fahren wir mal zu Dera. Einen Hund habe ich Pamina nie erlaubt. Ja, Fieder. Tut mir leid wegen deiner Freunde, die in dem Zug gestorben sind. Ey, was zum Lesen? Laufwüst. Ah, jetzt nicht. Laufwüst gefreut's mir gerade nicht. Ich rackere mir hier den Arsch ab. Das wissen von ja. Aber Helfershelfer. Du weißt. Wollen wir hier ein Moped? Ich bin auf dem Weg. Naja, hoffen wir's. Man. Holy. Ja. Ja. Steck auf, Puppe! Bewaffnet und bereit, los geht's! Hätte schwören können, da war was! Ach. Hätte nicht gedacht, dass es Carmina zurückschafft. Schon gar nicht mit Unterstützung. Na ja. Unser Einwandrad! Ups. So kann man auch Hasen noch kommen. Na, dann steigen wir mal ab. Hallo? Okay. Zwar haben wir ja schon ein großes Areal.
werden nicht sonderlich viel, aber wir machen das Beste draus. Ja. Da gleich ein Bunker endlich. Einige oder nicht? Na, da hat er. Ich glaube, wir werden was bewegen. Ja, das weiß ich ja, dass wir was bewegen werden. Seit ich klein war, wollte ich immer fliegen. Das liegt mir wohl einfach im Blut. Schließlich bin ich eine Rye. Dad kaute mir immer ein Ohr ab, wie toll das ist. Wie was? Okay, ich hab's gefunden, ich hab's gefunden, ich hab's gefunden. Dann können wir bald wieder auf. Schauen wir, was sie so will. Ein paar Arme. Also klar, ich habe Arme, aber ich brauche noch welche. Oh mein Gott, Alter. Ich bin in der verficktesten Klemme, die es je auf diesem Planeten gab. Ich baue diese Kräuter an. Weißt schon, Kräuter. Frag nicht, was für welche. Aha. Welche die wirken, weißt du, von der Art. Ich wandere hier so rum mit meiner Reiseapotheke und dann fällt sie mir runter. Einfach runter. Über den Rand dieses Schlaglochs oder was das ist. Da ist ein Jahresvorrat selbstgezogenes Zeug drin. Und das hat mich vor 8 Mangelerscheinungen und 4 Infektionen gerettet. Allein in den letzten 6 Monaten. Ich kann Neues anbauen, klar. Aber mal ehrlich. Nur unter uns, ja? Das Zeug da unten ist mein Lebensretter. Ich halte es nicht aus bis zur nächsten Ernte. Ach was, bis zum nächsten Monat. Menschen sterben heutzutage an den dümmsten Sachen. Hol mir mein Zeug und ich halte dich und deine Leute am Leben. Dann kannst du durch Gewalt sterben, wie dein Gott es wollte. Jawohl. Aber eben nicht durch, was weiß ich, einen rostigen Nagel. Gib mir Bescheid, wenn es was zu tun gibt. Okay. Ich mag es nachts hier draußen. Niemand sieht, wie ich mich mit den Bäumen im Schritt kratze. Das Einzige, was da nicht herin sein darf, sind Viecher. Besonders. Thank you.
Schneller, schneller! Wir warten ein bisschen schnell. Okay. Jetzt wiederum ist das Nichtsteigen des Wassers problematisch. Es muss steigen. Du musst mehr Wasser besorgen. Sieh dich mal um. Muss man eigentlich immer alles so kompliziert machen? Muss jetzt dann das dämliche... So. Alter, echt jetzt der das... Scheiße da drauf, hä? Okay, was immer du da vorhin gezaubert hast, du musst es nochmal machen. Dreh an dem Knopf. Naja. Diese Nachlässigkeit beim Wassersystem wird uns noch das Leben kosten. Wenn du alle Ventile aufmachst und gießt, Rohre zu öffnen, das Wasser wieder zurücklassen, wird das Silo geflutet. Wir werden alle sterben. Wir haben schon Prüfungen auferlegt bekommen. Hunger mit Hunger und Krankheit. Wir haben keinen Vater, der uns durch die dunklen Jahre führt. Eine Flut würde sofort
aufzustrecken. Öffne hier nur der Wackel an dem Stecker oder so, um mehr Druck zu geben. Kommen wir dann stärker im Wasser. Aha. Also das klingt vielleicht irrational, aber wo es Wasser gibt, gibt's auch Krokodile. Ich sag's ja nur, okay? Ich sag's ja nur. Weil da willst du mich verarschen. Wo sie ist denn hier schon wieder? Schlangen sind nicht komisch. Die sind überhaupt nicht gechillt. Pass auf, wo du da unten hintrittst. Wo bist du? Da müssen wir glatt knacken. Tiefseetaucher. Aha. Da.
nur Schlangen gibt, gibt's auch Krokodile. Oh, ja, nee, warte. Wir lagen im Sterben abgestumpft, Krankenampfer, bis Joseph höchstpersönlich Silo auftauchte. Alles, was er sagte, hatte, war eingetroffen und ich hatte es groß, ganz tief in meinem Herzen, wusste ich. Der Vater lebt, ich habe mehr Vertrauen in ihn denn je. Er sagt, dass wir die alte Welt hinter uns lassen müssen und dass das ist in Ordnung, weil ich diesen verdammten Ort nie wieder sehen will. Soll doch alles buchstäblich unter die Steige hinauf in einen neuen, in ein neues Inn. Das war Wasser. Okay. Aber wieso ja verdammtes verfucking Krokodil in der Woche, du Lust. Hier, Kitty, 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 Schlange, Schlange, Schlange. Oh. Oh. Ja. Echt jetzt. Gibt's da nicht noch irgendwo so ein dämliches Krokodil? Ja, ich werde jämmerlich ertrinken. Echt jetzt? Kannst du nicht schneller schwimmen? Thank you.
geschafft! Hol mein Zeug, okay? Meine Reiseapotheke. Nicht vergessen, okay? Bitte hol sie. Echt jetzt? Ich liebe dich, verfickt nochmal. Ich werde weiterleben. Kein Tod für mich. Kein Tod für dich. Wir können weiter durch die Landschaft stolpern. Dafür jobbe da. Sobald ich meine zurück habe, kann ich alle mit solchen Reiseapotheken ausstatten. Ach. Oh, du süßes Sahneschnittchen, sie ist zurück. Das macht das Leben so viel einfacher. Jetzt kann ich mir meine Mückenstiche aufkratzen und sich entzünden lassen, ohne 3 Wochen später tot umzufallen. Danke, echt jetzt. Ich hatte eigentlich vor, Leuten zu helfen, statt Wurzeln und Schrott zu sammeln, wie ein dreckiger Messi oder so. Also, hast du was dagegen, wenn ich mit dir mitkomme? Ich kann mein Labor im Garten deiner Bude einrichten oder so. Und ich kann dein Immunsystem ankurbeln und dafür sorgen, dass du dich super fühlst. So Kondition und so ein Kack. Ich baue mein Zeug einfach da auf, ja? Jawohl, ja, passt. Ich gehe dann jetzt und richte mich ein und alles. Ja, mach danke das. Danke nochmal, Schnecke. Passt. Wiederschauen. Bitte. Tiefsee doch, du. Anscheinend haben wir noch Arbeit. Hallo. Ach, wie denn? Aha. Charakter, Logbuch, Karte. Froschberry. Okay. Die Leute sollten sich nicht so hart wegen ihren Ärschen. Ja gut, dann machen wir Pause.